Zwischen den Welten, die Abenteuer der Seele. Während Jan im Haus seiner Großmutter ist und ihre Köstlichkeiten genießt, bedankt er sich bei ihr. Ich erinnere mich wieder an meine Kindheit, als ich all das in deiner kleinen Hütte gegessen habe. Es wird Zeit, dass du dich mit deinen Ahnen aus deinem früheren Leben triffst. Sie sind noch nicht wiedergeboren und warten auf dich. Oh, wie interessant. Ja, ich möchte sie wirklich gerne sehen. Aber warum habe ich sie nicht sofort getroffen? Erstens leben sie in einer anderen Region, in der Tundra. Sie sind Menschen des Nordens und an Kälte und Schnee gewöhnt. Hier haben wir keine Jahreszeiten. In einer Region herrscht immer Sommer, in einer anderen ist es immer Frühling, in einer dritten endloser Herbst und in der vierten immer Winter. Die Menschen leben dort, wo sie möchten, oder sie reisen, je nach Stimmung. Heute können sie in die Region des Frühlings reisen und morgen in eine wolkige, regnerische Herbstlandschaft oder in eine sonnige, warme Gegend, wo der Altweibersommer herrscht. Oh, wie ungewöhnlich alles bei euch ist. Ja, denn hier dreht sich die Erde nicht um die Sonne. Alles wird durch den Wunsch der Menschen, Tiere, Naturgeister und Pflanzen erschaffen. Alles hängt davon ab, was du in deiner Vorstellung erschaffen möchtest und dann genau so manifestierst. Und das Zweite ist, dass deine Ahnen dich nicht sofort schockieren wollten, solange du dich noch nicht an diese Welt gewöhnt hast. Womit würde sie mich schockieren? Das wirst du gleich sehen. Stimme dich auf mich ein und lass uns fliegen. Jan stellte sich das Gesicht seines Großvaters vor seinem inneren Auge vor und sie versetzten sich in eine Landschaft, die der nördlichen Taiga ähnelte und in die Tundra überging. Sie standen vor einigen kleinen Hütten und betraten eine von ihnen. In der Hütte saßen einige Menschen, gekleidet in aus Rentierfell genähter Kleidung. Sie sahen ganz anders aus als moderne Menschen. Oh, das ist unsere Mutter. Erinnerst du dich daran, wie wir zusammengelebt haben? Jan war von ihrer Aussage überrascht, aber plötzlich tauchten in seinem Geist Bilder auf, die ihn als Frau zeigten, die sich um ihre Kinder kümmerte, und jetzt saßen sie alle am Tisch. Noch mehr verwirrt war er, als er in dem ernsten Mann mit schwarzem Schnurrbart seinen ehemaligen Ehemann erkannte. Seine Wahrnehmung verdoppelte sich. Einerseits war er ein Mann und andererseits eine Frau. Durch diesen Schock sank er vor der Tür zu Boden, ohne zu wissen, wie er darauf reagieren wollte, auf die neue oder alte Weise. In seinem Geist zogen Ereignisse aus ihren früheren Leben vorbei. Wie sie in der Taiga lebten und wie ihr Ehemann auf einer Jagd von einem Bären getötet wurde. Und wie sie sich dann im Reich der Toten wieder trafen. Wie lange und wie glücklich sie gelebt hatten, bis er sich inkarnierte. Gleichzeitig tobte in Jans Geist ein Konflikt. Er konnte sich auf keinen Fall als Frau akzeptieren. Er konnte sich nicht vorstellen, wie seine Beziehungen zu seinen Lieben jetzt als Ehefrau und Mutter weitergehen könnten. Mach dir keine Sorgen, meine liebe Frau. Sonst könntest du durch diese gespaltene Persönlichkeit verrückt werden. Lebe in deiner neuen Gestalt. Das Alte ist vorbei. Bald werden auch wir uns inkarnieren und es ist noch unbekannt, in welcher Welt und auf welchem Planeten wir leben werden und was wir sein werden. Vielleicht intelligente Insekten oder vielleicht Geister oder andere Wesen. Und du brauchst dich nicht um deine Vergangenheit sorgen. Geh jetzt, um dich einzuleben und dich an diese Welt zu gewöhnen. Und komm wieder zurück, sobald in deinem Geist alles sortiert ist. Ja, ich muss das alles erstmal verarbeiten. Also, sollen wir zurück zu Oma gehen? Verwirrt von dem Geschehen saß Jan bei seiner Großmutter und hatte weder Lust zu essen noch zu trinken, während er darüber nachdachte, wie er eine Frau gewesen sein konnte. Ja, mein Enkel. Auf der Erde haben sich viele Muster gebildet, die unser Denken einschränken. Hier jedoch werden sie zerstört und das Bewusstsein erweitert. Siehst du, mein sogenannter Ehemann sagte, dass es intelligente Insekten gibt. Ist das wahr?
Ja, natürlich. Und dein Bruder aus dem vergangenen Leben hat sich jetzt in ihrer Welt inkarniert? Stimme dich auf mich ein und lass uns gehen und nachschauen, wie sie leben. Jan stimmte sich auf seinen Großvater ein und sie versetzten sich auf den Planeten der intelligenten Insekten. Jan sah riesige pyramidenartige Häuser, die an Termitenhügel erinnerten, und allerlei Insekten, die zwischen ihnen umherwuselten. Sie waren alle sehr groß. Er flog gemeinsam mit seinem Großvater zu einer Ameise ähnlicher Größe. Als Jan die Ameise genauer betrachtete, erinnerte er sich an Szenen aus seinem früheren Leben, in denen dieses Wesen sein Bruder gewesen war, und er spürte seine früheren familiären Gefühle für ihn. Auch er bemerkte sie, da die Insekten telepathisch kommunizieren konnten und die subtile Ebene sehen konnten, begannen sie zu kommunizieren. Wirk, bist du das? Ja, Uma, ich bin derjenige, der jetzt hier lebt. Und ich sehe, du warst in diesem Leben nach der Inkarnation ein Mensch. Wie schnell du gestorben bist. Ja, ich wurde wieder als Mensch inkarniert, aber ich habe meinem Leben selbst ein Ende gesetzt und bin nun wieder in einer subtilen Welt. Und wie lebst du in deiner Welt, Bruder? Ganz gut. Ich sammle neue Erfahrungen als Insekt auf diesem Planeten. Wir sind geistig weiterentwickelt als die Menschen auf der Erde. Deshalb leben wir besser in Liebe und Einklang. Früher bekämpften und vernichteten sich verschiedene Arten von Insekten gegenseitig. Aber nachdem Gott seine Inkarnation zu unserem Planeten geschickt hat, die Avatare für jede Art von Insekten, haben sie uns dabei geholfen, uns spirituell weiterzuentwickeln. Frieden und Wohlstand sind eingetreten. Und jetzt kommunizieren wir telepathisch und ich sehe dich und die subtile Welt. Früher waren unsere Herzen durch Egoismus und Unwissenheit verschlossen. Wir waren genauso wie die Menschen auf der Erde. Können sich Lebewesen tatsächlich auch in der Form von Insekten entwickeln? Natürlich. Pflanzen, Tiere, Insekten, Geister, anorganische Wesen, sie alle entwickeln sich durch die Evolution. Es sind einfach verschiedene Zweige, in denen sie die erforderlichen Erfahrungen für ihre Entwicklung sammeln. Denn Perfektion ist eine grenzenlose Erfahrung. Sogar Kristalle entwickeln sich von einfachen Kopfsteinpflastersteinen bis hin zu Steinen wie Chintamani. Auch sie sind lebendig. Hat sich Gott wirklich in der Form von Wanzen, Kakerlaken oder Fliegen inkarniert? Ja, Schwester, Oma, die Form spielt keine Rolle. Die Seele kann sich in jedem Wesen inkarnieren und das gilt auch für Gott. Nur der Entwicklungsstand der Seele selbst ist wichtig, nicht ihre Hülle. Ich habe gehört, dass nur in menschlicher Form eine Entwicklung möglich ist und dass wir es schätzen sollten, dass wir als Menschen und nicht als Tiere oder Pflanzen inkarnierten. Das ist ein Trick religiöser Lehren, um die Menschen dazu zu bringen, die Möglichkeit der Entwicklung höher zu schätzen. Aber das ist verzeihlich, denn ohne Einschüchterung und das Versprechen eines Paradieses kann man Unwissende nicht dazu bringen, über Perfektion nachzudenken. Sie kennen nur Angst vor Bestrafung und den Drang, etwas zu erhalten. Daher gibt es in vielen Lehren, die unter Barbaren verbreitet sind, eine Vielzahl solcher Tricks. Aber anders geht es nicht, denn ein Barbar kann die Wahrheit nur zusammen mit einer Lüge erfassen. In reinster Form ist er nicht in der Lage, sie zu verstehen. Und je unwissender die Menschen sind, desto mehr Märchen müssen die Propheten erfinden, um sie zur Spiritualität oder zumindest zu einem harmonischen und vernünftigeren Zusammenleben miteinander zu bewegen. Ich hätte nie gedacht, dass Insekten so groß sein können. Die Größe gibt auch eine bestimmte Anzahl an Erfahrungen. Es gab eine Zeit, als es auf der Erde Zwerge und Riesen gab. Es gab Dinosaurier. Sie gehören zu der Zweiggruppe der Echsen, die sich auch weiterentwickeln. Und um bestimmte Erfahrungen zu sammeln, mussten sie so groß sein. Aber jetzt leben nur noch kleine. Gott sieht, wer was erleben und durchleben muss, um sich weiterzuentwickeln und gibt dem Wesen die Bedingungen, die Form und die Größe, die am besten für dieses Ziel geeignet sind. Das gilt auch für Religionen und verschiedene Lehren. Es gibt ganz primitive für Barbaren und es gibt weiterentwickelte für kultivierte Wesen. Einige Lehren, wie der Buddhismus auf eurer Erde, leugnen sogar einen Schöpfergott und das Vorhandensein einer Seele. Das musste getan werden, weil die Menschen anfingen, Gott und die Existenz ihrer Seele falsch wahrzunehmen. Und um ihnen einen neuen Impuls zur Entwicklung zu geben, entstand eine solch ungewöhnliche religiöse Lehre ohne Gott und Seele. Welche Religion ist dann die richtige? Es gibt keine richtige Religion, sondern eine, die für jeden Menschen passender ist. Wenn einem Unwissenden eine
zu fortschrittliche und erhabene Religion gegeben wird, wird er sie nicht verstehen können. Er benötigt eine Religion, die seinem eigenen Niveau und Typus entspricht. Dann wird sie seiner Seele helfen, sich zu entwickeln. Und wie ist es dir gelungen, in Liebe und Freundschaft miteinander zu leben und aufzuhören, einander zu zerstören und zu verschlingen? Die Manifestationen, die Avatare Gottes haben uns erklärt, dass jede Aufteilung in Rassen, Nationen, Traditionen und Ideologien böse ist. Selbst wenn Lebewesen in Familien, Ahnenstämmen und Völkern unterteilt sind oder bei uns in unterschiedlichen Bienenstöcken, Ameisenhügeln und Termitenhügeln entstehen Konflikte, unter denen alle leiden. Wenn jedoch die Grenzen verwischen und keine einander entgegengesetzten Ideologien, Traditionen, Regierungen und Länder existieren, dann entsteht Frieden und Einklang. Jede Trennung, jede Konfrontation führt zu Feindschaft. Es können nur heilige Menschen sein, die einander lieben lehren und ihre Schüler, also eine spirituelle Hierarchie, aber keine formelle Hierarchie wie in allen Kirchen und Religionen, sondern eine echte Hierarchie, in der derjenige, der spiritueller ist, derjenige ist, der anderen dabei hilft, sich zu entwickeln und in Einklang mit allem um sie herum zu leben. Nach einem weiteren Gespräch mit seinem Bruder kehrten Jan und sein Großvater zum Haus seiner Großmutter zurück und fanden sich wieder am Tisch ein. Ich beneide Menschen wie Wirk. Hier stehe ich kurz vor dem Tod, schaue auf mein Leben zurück und sage zu mir selbst, das war dein Leben. Aber warum hast du es gelebt, das weiß ich nicht. Ich habe immer gedacht, morgen wird etwas Großes und Gutes passieren. Und jetzt bereite ich mich nur noch darauf vor. Aber es ist nichts passiert, außer dem Alter und den Krankheiten. Und wie könnte etwas passieren, wenn ich kein großes Ziel, keine wahre, bedeutungsvolle Bestimmung im Leben hatte? Und dann bereue ich am meisten, dass ich nicht an Gott geglaubt habe, dass ich mich nicht auf den Weg zu ihm gemacht habe. Aber es war bereits zu spät, ich lag im Sterben. Und wenn es nicht das Fortleben auf der subtilen Ebene gegeben hätte, wäre es überhaupt nicht klar, wofür und wozu ich mein Leben gelebt habe. Jan dachte nach und erinnerte sich auch an sein Leben auf der Erde und seufzte schwer. Ja. Auch er hatte weder ein großes Ziel noch eine Bestimmung in diesem Leben. Der Zeichentrickfilm basiert auf dem Buch Zwischen den Welten – Die Abenteuer der Seele. Lies Zwischen den Welten – Die Abenteuer der Seele auf der Website amazon1.org/books. Weitere interessante Praktiken, spirituelles Wissen und Geschenke erhältst du auf den Websites unserer Partner. Details findest du in der Beschreibung.